Könnt ihr dir das Geld gerne persönlich unter vier Augen geben? Ist gar kein Problem. Oh oh, persönlich unter vier Augen in den Motherfucker. Mit dem du keinen Stress willst. Mit dem du kein Problem hast. Also da spürt man die Intensität auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem, um ehrlich zu sein. Bro, am Ende des Tages profitieren doch alle voneinander, Bruder. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Also, jetzt die Reaktion von Sufjan auf die ganze Sache, auf den Song, auf die Lines. Geh von meinem Yaro runter, schauen wir, was er zu sagen hat. Bruder, habt ihr mich bombardiert? Ihr habt unter die Videos kommentiert. In den DMs habt ihr mich... ihr habt richtige Jagd darauf gemacht. Ihr wollt wissen, was es auf sich hat mit dem Diss von Z. Und Gott ist mein Zeug, ich mache das Video nur für euch. Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu halten. Es hat sich einfach was sehr Enttäuschendes Meine Kamera stört da irgendwie, ne? Kommen wir zu der Backstory. Was der Anlass ist, wenn du jemanden disst, ne? Das heißt zum Beispiel, ne? Du fragst dich zum Beispiel, warum disst Farid Bang Bushido oder Bushido Farid Bang? Du willst die Backstory, da muss ja ein Grund existieren. Und zwar beim... Wie alt ist er eigentlich, Sufjan? Freunde, schreibt mal in den Chat, wenn einer das weiß, bitte. Ein Fehler und der Grund von dem Front, dass ich den Jungs gegönnt habe. Punkt. Und zwar rappt Z auf dem Track Kampfansage, auch wenn du mich übelst feierst, geh runter von meinen Eiern. Und stellt mich so als Fanboy dar. Wäre Mert mir nicht sympathisch gewesen, wüsste ich nicht mal von deiner Existenz. Wir haben nicht miteinander geschrieben, wir haben nicht telefoniert, wir haben nicht mal ein Wort miteinander gewechselt. Ja, nee, wer bist du? Der Junge rappt wirklich, ich weiß, dass du mich übelst feierst, geh runter von meinen Eiern, obwohl ich nur einmal auf den reagiert habe und die anderen Male waren wegen Mert und seinen Fans. Und zu dem Thema, gib mal... Da kann ich jetzt halt nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, ob er ihn wirklich gefeiert hat oder ob er ihn nur gefeiert hat, weil er mit Mert unterwegs ist, so. Wenn es der Fall ist, dann ist halt auch... ja... So, wenn er ihn gar nicht gefeiert hat und er macht dann so eine Line, dann zündet die halt auch nicht, ne? Zündet nicht. Also ich glaube dann, wenn man in der Öffentlichkeit schon gesehen hat, dass ein Sufjan Mert mehr feiert, dann hätte die Line mehr gezündet, wenn Mert die droppt. So, aber ich glaube, wie gesagt, dass ein Z und ein Mert keine böse Intention damit verfolgt haben, den zu beleidigen, sondern einfach nur polarisieren wollten, glaube ich. Und dann auf ihn, den einfach dann so, wie sagt man so schön? Wie sagt man so schön? Einfach halt drüber gejumpt sind so. Scheiß drauf. Der ist eigentlich cool, der supportet uns, aber egal, wenn wir den dissen, polarisiert. So kann sein, dass einfach nur sich gerimt hat, aus Eier rauskommen, ich diss den jetzt. Keine Ahnung, Bro, steckt man nicht drin, wa? Hälfte von deinen Einnahmen. Jan, ich habe zu den Reaktionsvideos zu dir, ich glaube, 300 Euro verdient. 300 Euro. Wenn du willst, schick die IBAN, zahl dir das auf den Cent. Du kannst mich ehrenlos nennen, wenn ich dir das Geld nicht schicke. Aber was auch kein Problem wäre, Z, ich könnte dir das Geld gerne persönlich unter vier Augen geben. Ist gar kein Problem. Aber tu mir nur einen Gefallen und gib dir... Oh, oh. Persönlich unter vier Augen in den Motherfucker. Tschüss. Was geht denn da ab? So eine kleine... War das auch eine Kampfansage? Nein, Spaß. Nee, ey. Ja, wie gesagt, man, er nimmt es halt jetzt und legt es auf die Goldwaage, aber ich glaube nicht, dass so ein Z das halt ernst gemeint hat, auch mit dem Pader und so, ne? I don't know, was sagt ihr dazu, Freunde? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein. Der Mert, weil ohne den hätte ich niemals auf dich reagiert. Guck mal, Mert sagt in seinem Statement... Guten Tag, mein Lieber, und Sufjan, ich finde dich immer noch sympathisch. Du hast zwar gar nicht drauf reagiert, aber denk doch nicht. Wie kann man das nicht sympathisch nehmen, ja? Ja, nee, nach dem Motto, das war Spaß. Siehst du diesen Spaß? Den kannst du unter deinen Freunden machen. Aber so wie ich aufgezogen bin, wenn du jemanden beleidigst, mit dem du keinen Stress hast, mit dem du keinen Stress willst, mit dem du kein Problem hast, mit dem... Da spürt man die Intensität auf jeden Fall. Wenn du ihn anguckst, in die Augen guckst und so, du spürst die Intensität. Es hat ihn emotional auf jeden Fall getriggert so, und er feiert es nicht. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil wenn jemand namentlich gedisst wird, ich meine, bei ihm ist es jetzt nicht so extrem wie zum Beispiel beim Tubo. Wenn er jetzt HS, ne? HS einer zu mir sagt in einem Song, Bro, Dann, ja, Bruder, dann kann das sich auch triggern und dann kannst du auch mal, so, keine Ahnung, emotional reagieren auch im Endeffekt, weil das geht schon unter eine gewisse Gürtellinie, so, weißt du? Bei ihm jetzt, bei Sufjan, mit dem geh runter von meiner Eier, du hast mich gefeiert und so kann ich das auch nachvollziehen, wie ich vorhin gesagt habe, fühlt sich nicht geil an, wenn du Leute supportest, die feierst und die dann dich so wie Dreck behandeln, gefühlt, für dich. Und bei ihm ist es, glaube ich, so angekommen und deswegen... Ist auch vielleicht ein bisschen emotional so. Du noch nie geredet hast, ist das einfach eine Respektlosigkeit. Du müsst so verstehen, wenn ihr einem Newcomer Hack gönnt und supportet und der dich am Ende dafür beleidigt, dann ist das einfach ehrenlos. Weil du wolltest dem Menschen einfach nur was Gutes. Und auch da sagt Bert was zu seinem Statement. Und zwar sagt er... Ist er nicht so neutral, dass wenn die uns angeblich pushen wollen, diese...
ganzen Schwänze. Warum reagieren die nicht auf alles? Warum reagieren die nicht auf Songs, die nur 10 Klicks machen? Warum reagieren die nur auf entweder Songs, wo Fitner ist, wo Gesprächsstoff ist oder auf Hits? Dass die Reaction sich immer nicht wirklich... Ich muss sagen, ich habe das gestern zum ersten Mal gesehen und da habe ich nur diesen kleinen Ausschnitt von Matts Statement gesehen und das hat ihn extrem unsympathisch gemacht. Danach habe ich mir aber das ganze Video reingezogen und da habe ich wieder ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommen, so was er meint. Ja. Die gönnen wollen, weil sie auf die größten Hits nur reagieren. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Reaction-YouTuber, also ich habe das damals so gemacht, als Live-Reaktion von der Straße war mir natürlich, also habe ich natürlich darauf geachtet, wie groß, wie big sind die Songs. Wenn es ein Song ist, der kack, also der mir persönlich überhaupt nicht gefällt oder ich eine generelle Abneigung gegen den Künstler habe, habe ich darauf auch nicht reagiert. Aber natürlich guckt man, wie groß ist der Song an sich. Also zum Beispiel Farid und Kollega dann JBG3, erste Single und so. Das sind halt große Songs und die lässt sich kein Reaction-YouTuber durch die Lappen gehen, sage ich mal. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer mal wieder auf ein paar Songs reagiert, wo ich für die Jungs wirklich Liebe hatte. So. Für so einen Luciano zum Beispiel, das habe ich mit Herz gemacht. So jedes Mal, wenn ich auf einen Song von ihnen eine Reaction gedreht habe oder so, dann habe ich das mit Herz gemacht, weil ich so, geil, Digga, Luciano, so, ich habe das, hat sich so angefühlt, als ob er auch, weiß ich nicht, so, ich supporte den. Der ist einer von, wir gehören zusammen. So, ich muss ihn supporten, so, weißt du? Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das ein Sofian ähnlich mit einem Matt gemacht hat. So, deswegen ist es immer eine Kombination. Ich würde jetzt keinen Reaction-YouTubern vorwerfen, dass sie das nur deswegen machen, obwohl es davon bestimmt auch welche gibt. Und es gibt, ich würde auch nicht sagen, dass die Reaction-YouTuber auch nur da sind zum Supporten und es nicht machen, um selber Geld zu verdienen und die großen Klicks mitzunehmen, so ist so. Du weißt ganz genau, wenn es um mich geht, laberst du Scheiße. Die ganzen Videos, all diese hier, das sind Album-Tracks, Tracks vor 2 Jahren. Da waren Musikvideos dabei, die nicht gut gelaufen sind. Selbst bei deinen Musikvideos, wo du für den Sound gehatet worden bist und ich den Leuten gesagt habe, ey, der Junge will sich versuchen, der Junge probiert sich aus, das. Ich hatte nur positive Worte für dich übrig. Nur positive Worte. Ich habe immer darauf reagiert. Und selbst beim letzten Album, Jani, selbst bei dem letzten Album, habe ich auf jeden deiner Songs reagiert. Ich glaube, der mag den Matt wirklich, Bro. Wirklich, von Herz. So. Der einzige Song, auf den ich nicht reagiert habe, war Mahalle. Warum habe ich nicht auf Mahalle reagiert? Weil es ein fucking Product Placement für diese App Azar gewesen ist. Bruder, du weißt doch, ich bin hier gerade in Istanbul ein bisschen unterwegs. Also tu mir bitte einen Gefallen. Sehr gut, okay, danke schön. Verdreh hier bitte nicht die Tatsache. Fakt ist aber auch, dass du dich als Reaction-YouTuber nach deiner Community richtest. Ich werde einen Teufel tun, Leuten Videos aufzudrücken, auf die keinen Bock haben. Und kein Rapper hat mir vorzuschreiben, auf was und wen ich reagieren soll. Am Ende kann man sich alles aus der Rotznase ziehen, um irgendeine Berechtigung für diesen Front zu finden, damit man kein Hate kassiert. Für mich ist es halt einfach genauso lost wie die Promo-Ankündigung, dass sie ihre Karriere beendet haben. Weil guck mal, Tatsache ist auch, dass die Spekulationen und die Analyse, welche Disses wen gemeint haben, dass man versucht, die Puzzleteile zusammenzustellen und die Verbindung in den Geschehnissen zu finden. Das macht erst die Reaktionsvideos zu den Disses relevant und überhaupt unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich wundere mich hier einfach nur, kann das sein, dass von den Frauen in der Deutschrap-Szene bis jetzt noch gar nichts gekommen ist. Noch gar nichts. Muss ich davon ausgehen, dass Frauen in der Deutschrap-Szene eine dickere Haut haben als die ganzen Deutschrapper da draußen? Mein Respekt an den Frauen, dass bis jetzt noch nichts gekommen ist. Ich hatte eigentlich keinen Bock auf dieses Video, weil für mich ist das... Was meint ihr, dass noch nichts gekommen ist von Frauen? In welche Richtung? Also in Richtung Reaction-YouTuber oder was so? Oder um was geht's da jetzt gerade mit den Frauen? Das habe ich jetzt gerade nicht so richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. Das ist so wack, wenn da keine History entsteht, kein Beef, keiner will Stress, keiner will dies, ne? Der Diss ist aus Spaß, sympathisch gemeint. Das ist doch nicht Rap für mich. Rap ist doch nicht, Digga, ich will doch nicht jemanden hören, der 24 Leute disst, mit denen er keine History hat. Das ist dasselbe, als wenn Kinder auf dem Schulhof sich gegenseitig beleidigen. Einfach nicht ernst zu nehmen. An, damit sie besser dastehen. Du wirst aber nicht besser dastehen, weil ich euch ficken werde. Entweder ihr haltet eure... Naja, okay, aber der hat ja eine History. Also Matt hat ja eine History mit Tubo, Digga. Also Matt hat ja den Tubo beleidigt und hat halt in allein gesagt, ich fick eure Reaction-YouTuber, Digga. Das war aber auch nicht so, hat sich wahrscheinlich gerimt, so, ne? Provozieren. Finde ich jetzt nicht so extrem schlimm. Kann trotzdem verstehen, wie die Jungs, die persönlich genannt wurden, sich aufregen. Fresse oder... Warum, mein Ihr seid uns dankbar. Wie soll ich dir dankbar sein, dass du auf meine Eier reagierst? Dieses ganze Statement ist einfach ein reinstes Gespuck auf Reaction-Videos. Reaction-YouTuber. So, für den anscheinend sind wir wirklich so Dreck unter den Fingern. Warum hast du mir das nicht einmal geschrieben? Warum hast du mir nicht gesagt, hör auf mich zu reagieren? Warum hast du mir deine Meinung nicht geschrieben, wie du über meine Videos denkst? Ja, da finde ich aber auch, dass man auch das einfach alles, das kann man doch positiv, kann man doch geil machen, Mann. Bro, am Ende des Tages profitieren doch alle voneinander, Bruder.
Ich meine, die Rapper profitieren von den YouTubern, die YouTuber profitieren von den Rappern. Also ich weiß ganz genau, dass zu der Zeit damals, wo wir Formate so wie, keine Ahnung, Comments Café oder auch Bodyformers mit seiner Ausbildung oder Mois mit seinen Formaten und so, ich bin mir sicher, dass wir auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass Deutschrap ein bisschen noch mehr auch in das YouTube-Game reinkommt und dass noch mehr Leute drauf aufmerksam werden und so, weißt du? Natürlich haben wir auch davon profitiert, dass wir so einen Namen auf unseren Kanälen hatten. Aber ich finde, das ist ein gegenseitiger Support und man muss sich nicht gegenseitig irgendwie ficken so und sagen, ey, du bist auf meinen Eiern, weil ohne mich wird's dich nicht geben, so. Weil, ey, Bro, Mann, ich weiß ganz genau, wie es ist, YouTube zu machen. Und Matt weiß es eigentlich auch ganz genau, wie es ist, YouTube zu machen. Manchmal kommt es gar nicht drauf an, so richtig krass drauf an, was der Content ist, sondern auf die Persönlichkeit so. Und ich glaube mir auch, bei einem Sufjan ist es so, dass die Leute ihn auch als Typen feiern, so, weißt du? Und deswegen auch seine Videos reinziehen. Und er könnte wahrscheinlich auch irgendwie einen anderen Content machen, den die Leute trotzdem immer noch teilweise fühlen würden und er hätte immer noch eine Community, so wie ich auch. Ich bin auch ein gutes Beispiel eigentlich dafür, weil ich habe so oft meinen Content gewechselt und habe trotzdem immer noch einen Teil von meiner Community immer mitgenommen in den nächsten Schritt rein, so. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es diese YouTuber nicht geben würde ohne die Rapper, so. Natürlich ist es jetzt bei Sufjan anders, weil er, glaube ich, nur Reactions gemacht hat und sich auch nur mit Reactions aufgebaut hat. Und ein Tubow, weiß ich nicht, ob das genauso ist, aber ich glaube halt, daran, dass Leute, die es geschafft haben, sich eine gewisse Reichweite aufzubauen, trotzdem auch irgendwie ein Talent haben, so. Und trotzdem auch irgendwas geleistet haben und was gemacht haben, so. Und diesen Respekt darf man auch nicht einfach so absprechen und sagen, du bist ein Schwanz, du bist auf meinen Eiern drauf, nur weil du auf mich reagierst. Wenn es mich nicht gibt, gibt es dich auch nicht, so. Ist ein bisschen zu extrem, so. Deswegen, ich hab Verständnis für beide Seiten irgendwo, merkt ihr ja. Mert, ich hätte nicht einmal auf dich reagiert. Hätte ich gewusst, dass du so darüber denkst. Die aufgebaut haben, die können zurückschießen. Ihr könnt nicht zurückschießen. Ihr müsst das mit Humor nehmen. Fertig aus. Wie kann man das nicht sympathisch nehmen, ja? Du gibst selber in deinem Statement zu, die Leute ausgesucht zu haben, die nicht zurückschießen können und keine andere Wahl haben, nach deiner Ansicht nach, als es mit Humor zu nehmen. Mert, das sagt viel über dich als Rapper aus und was für ein Mensch du bist. Die Rapper bleiben immer eure Väter sozusagen. Du kannst ja nicht gegen deinen Vater schießen. Wie kann man das nicht sympathisch nehmen, ja? Ja. Du hast recht. Harte Aussage. Wie kann man das nicht sympathisch finden? Ich habe gedacht, ihr beide seid richtig korrekt. Bodenständige Jungs. Aber nach diesen Ansagen, nach diesen Lines, nach diesem Statement, Gott, wie ich mich geirrt habe. Fick ich eure YouTuber und alle eure Reactions. Ich verstehe aber auch nicht, warum du so überhaupt gegen YouTuber so hart schießt und versuchst dich so... Ja, das ist jetzt natürlich, man muss auch immer noch den Unterschied sehen zwischen einem Song und einem Video-Statement. So, ne? Mert hat einen Song gemacht, hat geflext, hat seine Eier rausgeholt, auf den Tisch gelegt, so. Draufgehauen so, ne? Und Sufjan sitzt jetzt da und macht ein Video. Natürlich ist man in einem Song nicht so reflektiert wie in einem Statement oder so im Internet, weißt du? Ich meine, das muss man einfach verstehen. Er nimmt das jetzt so auseinander, als ob das ein Statement, als ob es ein Video-Statement gewesen ist. Es war ein Song, Digga. Und da wird man mal ekliger, und so, weißt du? Also man darf es nicht ganz so krass auf die Goldwaage legen, würde ich sagen. Versuch dich so wortwörtlich davon zu distanzieren. Du warst ein YouTuber und du bist ein YouTuber. Das kannst du nicht verneinen. Das stimmt. Und ich glaube aber auch, also so wie ich das in den Gesprächen gehört habe bei Matt, in den Interviews, bei TV Straßensoll, habe ich mir zwei Interviews reingezogen von ihm, sieht er das auch selber so. Er sieht sich als Entertainer und er sagt auch immer wieder, dass er YouTuber ist. So. I don't know. Ich sehe mich auch als YouTuber, egal was ich mache. Egal. Wird immer YouTuber, das gehört zusammen. Ich bin nur da deswegen. Die Leute haben deine Musik gehört und supportet, weil die dich von deinen Videos gekannt haben und du denen sympathisch gewesen bist. Warum spuckst du auf etwas, was dir überhaupt diese Rap-Karriere ermöglicht hat? Ich meine, Digga, man muss überlegen. In Amerika fangen die sich... An der Stelle... Chabos wissen, wer der Babo ist, na Mann. Weil Leute von der Gegenseite haben, die ausgeraubt haben, die Pitch von dem einen geballert haben. Dann fangen die erst zu dissen. Deutschrap ist fresher denn je. Hier in Deutschland, du wirst gedisst, weil du jemanden supportet hast. Guck mal, der Track Beat Nice, Lines böse. Digga, es wurden zwei Reaction-YouTuber gedisst und... Safe, in Deutschland wirst du auch gedisst, wenn du zu viele positive Vibes nach außen trägst, Bro. Jin Kalle, das ist keine Kampfansage, das ist eine Ansage zum Kaffee trinken. Er nimmt es persönlich, schreibt einer im Chat. Ja, er nimmt es persönlich, ja. Ah, lecker, lecker. Aber er wurde halt persönlich namentlich erwähnt, so, und das hat ihn getriggert, so.
Kann man auch verstehen, oder Freunde? Ich komme das alles so richtig kalkuliert rüber. Du hast ja gesagt, geh mal runter von meinen Eiern. Das heißt in anderen Worten, hör auf uns zu reagieren. Wir brauchen das nicht. Genau das werde ich jetzt tun. Es kommen keine Videos mehr zu euch, es kommen keine Reaction mehr zu euch, weil es genau das ist, was ihr wollt. Trotz allem, in ein paar Tagen ist Ramadan. Ich wünsche euch beiden. Mach doch Talk, Bro. Mach doch Talk mit den beiden. Setz dich mit denen hin, Bro. Sag denen, ey, Bro, fand ich nicht cool. So. Wenn die cool sind, sagen die, mach Kamera an, machen wir ein kleines Interview draus. Vielleicht der nächste Schritt, Bruder. Mach so. Mach nicht negativ. Mach nicht nur, weil die und zurück. Weil ich glaube nicht, dass die das bei dir so krass eklig gemeint haben, Bro. Scheiß cooler Typ zu sein, so, weißt du? Das denken die, glaube ich, auch. Die wollten einfach nur ein bisschen auf die Kacke hauen. Gesegneten Fastenmonat. Bleibe trotz all nach diesen Worten. Trotzdem Gönner. Ich gönne euch den Erfolg. Sollt ihr Nummer 1 Album haben. Aber die Sache ist für mich durch. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. Mach's gut, Diggi. Yeah. Das war das Video von Sufjan zu der ganzen Nummer. Ja. Ist doch nur Pillepalle. Wird man wieder eh vergessen, das. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.